und Sonnenschutz. Dann drauf. Oh, wir sind jetzt schon drauf. Jetzt haben wir Bilder. Eigentor. Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr Auftaktspiel gegen Weltmeister Frankreich verloren. Aber immerhin nach Corona endlich wieder Fußballstimmung im Land. Aber es gab einen Schock am Anfang der Partie. Durch eine missglückte Greenpeace-Aktion mit einem Gleitschirm sind 2 Menschen verletzt worden. Die Stimmung angespannt auf das Treffen auf neutralem Boden in Genf kommen heute Joe Biden und Wladimir Putin das erste Mal zusammen. Der US-Präsident will seinem Amtskollegen rote Linien aufzeigen. Und damit ganz herzlich willkommen. Jetzt sind wir auch im Licht und richtig eingerichtet. Ja, ich hätte fast gesagt, ist Montag. Nee, ist nicht. Heute ist Mittwoch. Ich war jetzt nur, aber egal. So, willkommen und guten Morgen auch von mir. Ja, wir schauen natürlich auf das Spiel von gestern Abend. Hast du es geguckt? Ist mir schwer gefallen, schon ein paar Minuten, weißt du. Aber wenn du so frühzeitig wie wir beide, dann überlegt man sich, wie lange kann man sich das leisten, um dann nicht ganz kleine Augen zu haben. Ja, ich bin auch brav ins Bett gegangen, hätte ich mir sparen können, weil die Schreie und so weiter, die hat man im ganzen Haus gehört. Wieso wechselst du denn das Ohr? So. Also wir hatten das gestern dreimal und jetzt heute. Das ist ja. Und aufatmen in Kopenhagen. Der dänische Fußballer Christian Eriksen ist weiter auf dem Weg der Besserung. Er konnte sogar schon wieder ein bisschen lachen. Lachen, das tun wir auch. Schönen guten Morgen. Hier sind wir bei den N24, bei den Weltnachrichten. Das war jetzt aber echt der Lapsus gerade eben. Guten Morgen, ein kleiner Sprung in die Vergangenheit. Ganz genau. Der Startschuss, der ist jedenfalls gefallen. Ab heute beginnen die Apotheken damit, den digitalen Corona-Impfpass auszustellen. So, damit schauen wir mal zur Börse und können ja schon ein bisschen 15.26 Uhr den bisher gelaufenen Tag, Franziska, freundliches guten Tag von Berlin nach Frankfurt einschätzen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Scalable Capital, der Broker mit Flatrate. So, die EZB hat also quasi den Leitzins. Sie hört uns nicht. Ja, dann hat es auch keinen Sinn, eine Frage zu stellen. Ich kann es ja noch mal probieren mit ein bisschen Geplänkel. Jetzt hat sie mich. Ich kann euch leider nicht hören, Thomas. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und ich mache einfach die Schalte, weil du wirst mich mit Sicherheit gefragt haben, was der deutsche Leitindex macht mit der EZB-Entscheidung und eben dann auch dem Thema Inflationsdaten. Und ich sehe dich nicken und somit gucken wir auf den DAX im Hintergrund. Und der ist heute hier erst einmal ohne große Turbulenzen in den Donnerstagshandel tatsächlich gestartet, hat dann so ein bisschen an Fahrt tatsächlich aufgenommen, um dann eben... dann tatsächlich rund um diese EZB-Sitzung, ja, so ein bisschen. So, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Tut uns leid, wir hätten gerne noch gehört, was Franziska Schimke zu sagen hat. Wir holen das nach, sobald das möglich ist. Und jetzt machen wir mal eine kurze Pause. Ich glaube, die haben wir uns gerade verdient und nötig. Und beschäftigen uns gleich nochmal mit der Ministerpräsidentenkonferenz, die ja gerade im Kanzleramt läuft. Bis gleich.